Du hörst die Lesung eines spirituellen Textes auf dem Kanal Spiritscape Zentralsonne, gesprochen von Wolfgang. Mike Quincy, 18. August 2017, übersetzt von Martin Gadeau. Seid versichert, dass trotz des äußeren Anscheins alles gut weiter vorankommt. Die neuen Energien werden etabliert und deshalb ringen die alten Energien darum, ihren Platz auf der Erde noch beizubehalten. Es ist zwar wie ein Überlebenskampf, aber die alten Energien haben ihre Zeit hinter sich und haben die Kraft verloren, noch weiter existieren zu können. Und so werden sie schließlich absterben. Und genauso verhält es sich mit den negativen Energien, von denen die Illuminati und deren Lakaien zehren und auf die sie sich für ihr Weiterexistieren verlassen. Und deshalb verbreiten sie Ängste mit ihren Aktionen. Trotzdem verlieren sie Schritt für Schritt ihre Macht und sind nicht mehr in der Lage, euch noch weiterhin wie bisher zu kontrollieren und zu beherrschen. Die Kampagne, sie auf eine Weise zu beseitigen, die ihnen ihre weitere Macht über euch verweigert, verläuft erfolgreich. Und still und ohne große Publizität sind die Kräfte des Lichts zur vorherrschenden Kraft für das Gute geworden. Das bedeutet, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis genügend Sicherheit besteht, weiter voranzuschreiten und die vielen Innovationen einzuführen, die eure Lebensqualität verbessern werden. Alles Lebendige besteht aus Energie und nichts kann wirklich für längere Zeit in einem gleichbleibenden Zustand verharren, sondern wird angetrieben von den höheren Energien, die euch auf eine neue Ebene heben und schließlich zum Aufstieg bewegen. Daraus folgt, dass man nicht exakt vorhersagen kann, wann dies genau geschieht. Dennoch steht es nahe bevor und nichts kann dessen Manifestation aufhalten. Somit könnt ihr eurem täglichen Leben nachgehen, in der Gewissheit, dass was auch immer um euch herum vor sich gehen mag, die Zukunft gewiss ist. Und einzig und allein nur Gott könnte deren Ausgang verändern. Zwar werden manche Dinge noch weiterhin ziemlich hektisch bleiben und den Eindruck eines kompletten Durcheinanders erwecken, aber wenn sich das beruhigt, werdet ihr positive Zeichen dafür erkennen, wohin eure Zukunft euch führen wird. Euer Beitrag kann so aussehen, dass ihr eine friedvolle Stimmung aufrechterhaltet, indem ihr kontinuierlich Liebe und Licht aussendet. Seid versichert, dass ihr viel mächtiger seid, als ihr euch vielleicht vorstellt, und ihr solltet niemals das Gefühl hegen, dass euer Beitrag nur wenig oder gar keinen Unterschied bewirken könnte. Nach allem bräuchte es jetzt lediglich nur noch eine Minderheit, die pure Liebe aussendet, um die Welt verändern zu können. Während die Zeit weiterläuft, hört oder lest ihr so manches über viele Veränderungen, die da kommen. Haltet deshalb zu allen Zeiten euren Geist offen und seid bereit, einen höheren Sinn des Lebens zu erfassen, als ihr bisher zu akzeptieren bereit wart. Evolution kann nicht beschleunigt werden und oftmals wird sie sogar verlangsamt, um den Seelen mehr Zeit zu geben, die Bedeutung der Botschaften zu erfassen, die ihnen vermittelt werden. Allerdings wird dann auch ein Zeitpunkt kommen, zu dem die Zeit für die Nachzügler abgelaufen ist, was jedoch nicht zu ihrem Nachteil ausgelegt werden wird. Hilfe ist allezeit zur Hand
und ihr könnt versichert sein, dass jede Anstrengung unternommen wird, das Bewusstsein so vieler Seelen wie möglich anzuheben. Es ist nicht einfach und bedarf großer Hingabe und Entschiedenheit, Seelen dabei zu helfen, sich aufwärts zu entwickeln. Aber niemand wird als vergeblicher Fall aufgegeben, es sei denn, eine Seele sträubt sich gegen Hilfe und ist dann gegebenenfalls Architektin ihres eigenen Niedergangs. Verständlicherweise stellt ihr euch Fragen bezüglich der unmittelbaren Zukunft, und da euch darüber bereits so einige Informationen vermittelt worden sind, seid ihr partiell vorbereitet. Doch nichts kann euch wirklich auf den großen Vorwärtssprung vorbereiten, nachdem die Zeiten gänzlich anders sein werden als die, an die ihr bisher gewöhnt wart. Sogar eure Lebensspanne wird sich in den höheren Schwingungsebenen verlängern, und euer Potenzial wird sein, falls ihr euch dazu entschließt, dass ihr sogar einige hundert Jahre lang leben könnt. Da werdet ihr euch plötzlich Fragen über den Alterungsprozess stellen, denn ihr werdet in einem zwar ausgereiften Körper leben, der jedoch gleichbleibend gesund ist. Die vielleicht willkommenste Veränderung wird sein, dass ihr wieder zu einem 12-Chakren-System zurückkehrt, das ihr schon einmal hattet, bevor es durch die Wesenheit Enlil zu einem 2-Chakren-System reduziert wurde. Enlil und Enki sind ein wichtiger Teil eurer jüngeren Geschichte. Sie sind verantwortlich für viele große Veränderungen, einschließlich der großen Flut. Enki, der sich mehr um die Erdbevölkerung kümmerte, implantierte euch eine latente DNA-Kodierung, die sich erst wesentlich später aktivieren sollte. Dieser spätere Zeitpunkt ist, wenn ihr aufsteigt und wieder zu galaktischen Wesenheiten werdet. In eurer Position, in der die Wahrheit über eure Geschichte euch vorsätzlich vorenthalten worden ist es recht schwierig für euch, euch darüber klar zu werden, welche Art Veränderungen da nun bevorstehen. Auf jeden Fall werdet ihr verlorene Zeit wieder aufholen und rasch den Nutzen der Fortschritte und Veränderungen erleben können, die euch bisher verweigert worden waren. Das Resultat war, dass ihr im Dunkeln gehalten wurdet hinsichtlich eures Potenzials, dass ihr wieder zu galaktischen Wesenheiten werden sollt. Außerdem wurde euch die Nutzung von Neuentdeckungen vorenthalten, während die Illuminati sie gänzlich zu ihrem Eigenvorteil ausnutzen konnten. Aber schlussendlich werdet auch ihr sie empfangen können, und sie werden rasch zur Realität für euch werden, sobald die Dunkelkräfte keine Möglichkeit mehr haben, sich in eure Zukunftsentwicklung einmischen zu können. Im erweiterten Sinne war vorauszusehen, dass ihr viele Jahre des Lernens würdet durchlaufen müssen, aber es war dennoch erkennbar, dass im Verlaufe dieses Zeitraums noch wesentlich mehr unter euch schließlich aufsteigen werden. Ihr müsst immer bedenken, dass der Menschheit ein freier Wille gegeben wurde, weshalb es niemandem gestattet ist, sich in eure Entscheidungsfreiheit einzumischen. Da ihr euch nun also auf gutem Wege in Richtung Aufstieg befindet, seid ihr selbst es, ihr Lieben, die für diese bemerkenswerte Leistung Anerkennung verdienen. Deshalb herrscht Fröhlichkeit und Feierlaune in den höheren Reichen, wo dies als das erkannt wird, was es ist, und es herrscht Wertschätzung für die Art und Weise, wie eure Entschiedenheit euch durch manch schwierige Situation geschleust hat. Eure Erfahrungen werden euch umso stärker machen und dafür qualifizieren, anderen zu helfen, die euren Fußspuren folgen.
Archäologische Funde verändern eure Vorstellungen von eurer wahren Geschichte dramatisch. Es wird ganz offensichtlich, dass viele Variationen des Menschen existiert haben und Nachweise dafür existieren anhand der vielen Skelettfunde, die im Laufe des letzten Jahrhunderts ausgegraben worden sind. Eindeutig gab es da eine Vertuschung eurer wahren Geschichte, um euch daran zu hindern, euer wahres geschichtliches Erbe herauszufinden. Erst jetzt beginnt ihr zu begreifen, welch großartiges Potenzial ihr besitzt und eine Zielbestimmung, die euch wieder in die großartigen Höhen zurückführt, die ihr euch bisher kaum vorstellen könnt. All dies wird sich recht bald ändern, denn die Wahrheit kann nicht mehr viel länger zurückgehalten werden und wird auch bereits offenbart. Für einige ist die Wahrheit schon fast zu hart, um sie glauben zu können. Seid also offenen Geistes, wenn sie euch allmählich enthüllt wird, denn sie wird euch zuweilen als unglaublich erscheinen. Doch inzwischen wird die Wahrheit über eure Geschichte schon fast täglich weiter enthüllt, wenn dabei auch noch manch Zögern im Spiel ist, sie zu veröffentlichen. Wenn es allerdings soweit ist, wird dies auch gewisse religiöse Vorstellungen schwer erschüttern, da damit aber auch so manche Lehren zurechtgerückt werden, die nicht wirklich der Wahrheit entsprechen, wird es wesentlich einfacher werden, die Zusammenhänge zu begreifen. Natürlich wird die Kirche noch weiterhin eine Rolle spielen müssen, denn viele Leute werden sich ihr noch weiterhin um Führung zuwenden. Persönliche Überzeugungen behaltet ihr so lange bei, bis ihr einer noch größeren Wahrheit gegenübersteht, und dann werdet ihr euer Verstehen entsprechend auffrischen. Es gibt auch viele fortgeschrittene Seelen, die spezifisch dafür auf die Erde gekommen sind, die Wahrheit zu vermitteln und die bereits einen Begriff davon haben, wie sie euch diese Wahrheit am besten vermitteln können, in einer Art und Weise, die verstanden wird. Es kommt aus den höheren Reichen viel Liebe zu euch. Und ihr verdient jegliches Lob für eure Leistungen, die da gänzlich verstanden werden. Vieles ist auch durch persönliche Opfer möglich geworden, und eines Tages werdet ihr den Dank all derer empfangen, denen ihr geholfen habt. Ich hinterlasse euch nun wieder meine Liebe und meinen Segen. Möge das Licht eure Tage und euren Weg in die Vollendung erhellen. Diese Botschaft kommt durch mein höheres Selbst. In Liebe und Licht, Mike Quinsey.